Willkommen zu Panel 5, Exil in der Moderne. Ich heiße Simone Blaschka, ich bin vom Deutschen Auswandererhaus in Bremerhaven. Bevor wir beginnen, möchte ich Sie willkommen heißen und ich möchte unsere drei Redner vorstellen: Emily Cottage, Malte Spitz und Sherganov. Herzlich willkommen. Ich war gerade stehen geblieben dabei, Dr. Emily Cottage vorzustellen. Sie ist Spezialistin in mittelalterlicher und antiker Philosophie und der Geschichte der Philosophie und Philosophie und Wissenschaft. Sie ist Dozentin an der Salem State University und bis 2007 arbeitete sie auch in der Psychologie. Sie forscht am Boston University Center for Philosophy und der Geschichte der Wissenschaft seit 98 und ihre Veröffentlichungen beschäftigen sich mit heidnischen Mythen und Erinnerungen. Malte Spitz forscht beim Axel Springer Zentrum zum Thema Exil und Migration und er ist an der Universität Frankfurt/Oder Viadrina und er ist auch am Selma-Stern-Zentrum und beschäftigt sich dort mit jüdischen Schriftstellern in der Di Diaspora im 19. und im 20. Jahrhundert. In seiner Dissertation erforscht er die Aspekte und Konstellationen des Schreibens in der Diaspora und insbesondere die Biografie des Musikers Hermann Grab. Dr. Sherganov ist Dozentin an der Universität von Minnesota, Twin Cities. Dort unterrichtet sie zum Thema Holocaust, Völkermord und Menschenrechte. Mrs. Spitz, bitte Ihren Vortrag. Hallo, und ich möchte mich schnell für die Einladung bedanken und dafür, dass ich die Möglichkeit bekomme, einige Punkte meiner Forschung über Hermann Grab aus Prag zu präsentieren, ein nicht sehr bekannter Musiker. Ich hoffe, dass Sie jetzt meine Präsentation sehen können. Es war genau vor 80 Jahren, heute vor 80 Jahren, dass der Prager Schriftsteller und Musiker im Dezember 1940 den Hafen von New York, im Hafen von New York einen portugiesischen Dampfer verlässt. Und über Paris hatte er sie aus Prag zuvor in die USA verschiffen lassen. Und also das Zitat: Der Schnee fiel auf dem Park, auf die weiten Flächen von seinem nördlichen bis zum südlichen Ende. Er legte sich auf die flachen Dächer und die Plätze der Midtown-Gegend und weiter und dazwischen die Baukolosse der Finanz in die eigenen Straßen, in denen jetzt die Stille der Nacht von keinem einzigen Gefährt gestört war. Er legte sich auf den geräumigen Platz der Batterie, nicht beim Ozean und draußen auf die Inseln. Ellis Island, Governor's Island, Bedloe's Island. Und seine Instrumente warteten schon auf ihn, nachdem er sicher den Atlantik überquerte. Und ein mehr als 150 Jahre altes Piano Johann Andreas Stein, ein berühmter Klavierbauer, deren Klaviere schon Mozart spielte. Und einige seiner alten Instrumente wurden nach Amerika geschifft und er hat jetzt diejenigen in Exil mitgenommen, mit denen er ohne die hätte er nicht fliehen können. Es waren sehr wichtige Werkzeuge, mit denen er eine Musikschule in New York gründen konnte. Der Schriftsteller und Pianist Hermann Grab, der in einer deutschsprachigen jüdischen Familie geboren wurde, ist 1939 aus Prag geflohen und man könnte sagen, es war vergleichsweise spät. Seine Eltern und Großeltern hatten sich noch
sehr viel zur deutschen Kultur beigetragen in Prag und sie haben sich trotz des Münchner Abkommens 1938 ungefährdet gewähnt. Am 1. März 1939 spielte er in Salle Pleyel in Paris eine zentrale Adresse für Exilierte wie Pariser. Einige Tage bevor die deutschen Truppen in Prag einmarschierten, merkte Grab, dass eine Rückkehr in seine Heimatstadt nicht mehr möglich war. Und die Mutter konnte nicht überzeugt werden, Prag zu verlassen. Sie starb 1941 in Łódź. Im Frühjahr 1940 wurde Hermann Grab von der tschechoslowakischen Exilarmee in Frankreich für tauglich erklärt, aber nicht zum Frontdienst verpflichtet. Seine Prominenz hatte sich in der Legion verbreitet und ihn letztendlich vom Einsatz befreit. Er gab Konzerte für tschechische Soldaten und Grab und seine Familie sind im allerletzten Moment, der noch möglich war, ist aus Paris in Richtung Portugal aufgebrochen und kommt zwei Wochen später, nach mehreren Stopps am französischen Atlantikküste, ist er in Lissabon angekommen. Ein Brief Grabs schildert das Gleichmaß dieses Lebens, für ihn eine der merkwürdigsten Erfahrungen. Visas und verschiedene Papiere zu erlangen. Das sind alltägliche Dinge der Emigration. Und einige Monate später war Grab immer noch in Lissabon. Und erst Ende des Jahres konnten sie die Überfahrt nach New York antreten. Und man sprach über die Disproportion des Leidens und der Beschreibung des Leids. Kurz nach seiner Ankunft in Amerika begann Grab als Klavierlehrer zu arbeiten. Er wurde Lehrer an dem Konservatorium der David Manners Music School und gründete schließlich seine eigene Musikschule, das Musikhaus. Wie viele andere Emigranten dachte auch Grab, dass ihn seine praktischen Fähigkeiten im Exil schneller Fuß fassen lassen würden als die Fortführung seiner erst begonnenen schriftstellerischen Laufbahn. Als Musiklehrer konnte er sich dann auch zügig finanziell über Wasser halten. Aber die musikalische Tätigkeit war nicht nur ein Job im Exil. Er arbeitete auch früher bei Institutionen in Prag, aber in New York hatte auch die soziale Perspektive aufgegriffen und er verfolgte auch ein generelles pädagogisches Modell. Er dachte, dass eine allgemeine Bildung sehr gut für die Musik sein könnte und auch in diesem Bereich spitzte seine Flucht- und Kriegserfahrung den theoretischen Zugang weiter zu. Insofern Grab auf die drohende Zerstörung der Wissensbestände Europas reagierte, indem er das eigene Wissen der nächsten Generation vermitteln wollte. Die Lehre wird bewahrt und auf einer grundlegenden Ebene praktisch, weil sie an Instrumenten ausgeübt und einstudiert wird. Grabs Ansicht nach hatte nach dem Weltkrieg gerade die Musik die Fähigkeit, den Menschen wieder Werte zu vermitteln, weil sie anders als die Meisterwerke, die Literatur, kein großes Maß an Vorwissen bedurfte, sondern direkt rezipiert werden könnte. In einem seiner Texte denkt er bevorzugt an die Ordnung und das Maß der vorklassischen Musik gegenüber etwa Wagner, den er einen aktiven Komplizen Hitlers nennt. Die Musik könne auch die Jugend prägen in Deutschland und als ein Vorbild dienen. Er sagte, dass Musik eine gemeinschaftsbauende Kraft hat und könnte einen neuen Kosmopolitanismus hervorbringen.
und einen sehr großen Einfluss auf die europäische Musikgeschichte haben kann. Was man an Hermann Grabs exemplarisch beobachten kann, ist eine objektgebundene Praxis. Sammeln, Aufbewahren und Spielen als eine Aneignung und Tradierung von Wissen, das über Medien oder Werkzeuge, in Grabs Fall den Musikinstrumenten, realisiert wird. Auf diese Weise offenbaren sich intellektuelle, aber auch alltägliche Kompetenzen. Wie für die Existenz in der Diaspora typisch, wird dieses Wissen immer wieder neu interpretiert und in Grabs Fall musikalisch verwendet. Grabs Musikinstrumente sind eine exemplarische Illustration dessen. Er hat sie bereits beim ersten Erwerb aus der vergangenen Zeit Mozarts in seine Prager Gegenwart gebracht. Und gleichzeitig brachte er das Wissen des jüdischen und österreichischen Wissen in seine Arbeit mit ein. Somit hat er die Beziehungen zu diesen Artefakten einerseits tradiert und andererseits erhalten. Für seine Zeitgenossen hat er erst erfahrbar gemacht, wie Musik zur Zeit Mozarts geklungen hat und vermittelte, wie sie sich seitdem über die Jahrhunderte verändert hatte. Einige wurden hinzugefügt, andere Nuancen wurden vergessen im Laufe der Jahrhunderte. Das Gleiche gilt für Grabs Interessen selbst. Also er entwickelte einen neuen Enthusiasmus für alte Musik, nachdem er vorher mit zeitgenössischer Musik gearbeitet hatte. Schlussendlich versuchte er nach dem Krieg zu zeigen, wie all dieses Wissen nach dieser Katastrophe von Neuem genutzt werden müsste. Dieses Wissen betrifft über die Musikgeschichte hinaus augenscheinlich eine gesellschaftliche Dimension. Das Wissen wird weitergetragen, so wie gespeichert, indem es sich stets verändert. Die Instrumente haben sich bei Grab dafür bedankt, könnte man sagen, denn sie ermöglichten ihm, über das mit ihm Tradierte im Exil ganz pragmatisch und auch ideell eine Zukunft aufzubauen. So retteten sie sich mehrmals gegenseitig vor dem Vergessen. Und wenn man über die Instrumente von Grab spricht, könnte man auch sagen, dass die geretteten Objekte nun die Träger der Erinnerungen an die Ermordeten sind. Denn auch sie stehen stellvertretend für all jene, die nicht gerettet werden konnten. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Malte Spitz, und wir freuen uns jetzt auf die Präsentation von Shir Gaynor. Danke. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier heute sprechen darf und möchte mich bei den Organisatoren der Konferenz bedanken. Ich möchte mich entschuldigen, wenn hier komische Geräusche auftreten sollten. Es gibt Umbauten an meinem Fenster und ich hoffe, es wird nicht zu schlimm. Ich werde versuchen, laut zu sprechen, damit das nicht zu schlimm wird. Ich möchte zu Beginn einen Brief vorlesen, der 1940 in einem Journal Der Ausbau in New York veröffentlicht wurde. Liebe Frau Scott, wir sind seit wenigen Monaten hier im Lande und es ist mir als tüchtige Hausfrau schnell geglückt, einen Posten in einem großen Haushalt zu finden. Mein Mann war noch nicht so glücklich, irgendeinen Verdienst zu finden. Er leidet ganz entsetzlich darunter, dass ich und der Sohn von 18 Jahren den Haushalt aufrechterhalten und er selbst noch nicht dazu beisteuern kann. Mein Mann versorgt den Haushalt, lernt fleißig Englisch und läuft dauernd herum, um etwas zu finden. Überflüssigkeitsgefühl und Minderwertigkeitsbewusstsein, darin droht er zu versinken. Auch für mich ist das nicht leicht. Wenn ich abends abgearbeitet heimkomme, sitze ich einem schweigsamen und melancholischen Mann gegenüber. Ich wäre wirklich ebenso froh wie er, wenn er etwas fände. Nicht so sehr des Geldes wegen, sondern weil ein gesunder Mann eine Tätigkeit braucht, vorzeitig altert, wenn er sie nicht hat. Viele Grüße, R.S. Hilde Scott diskutiert Probleme des Alltags, so hieß ein Ratgeber in der beschriebenen Zeitschrift, 1939, 1940 gab es ungefähr 2000 Kolumnen wie diese. Hilde Scott beantwortete in der Zeitung die Frage oder den Brief einer Leserin
oder eines Lesers. Und darin wurden alle möglichen Probleme der aktuellen Zeit besprochen, zum Beispiel Liebesbeziehungen oder Alltagsprobleme. Alle diese Briefe wurden von deutschen Flüchtlingen geschrieben. Hilde Scott war selber auch aus Deutschland geflohen. Und diese Briefe und die Ratschläge wurden dann und auch unter anderen Flüchtlingskreisen mit Interesse gelesen. Der Aufbau hatte eine große Leserschaft, auch in anderen Ländern, nicht nur in den USA. Und die Leser erzählen aus ihrem privaten Leben, meistens anonym. Und die Leser des Aufbaus konnten sich damit sehr stark identifizieren. Es handelte sich um eine große Gemeinde deutschsprachiger Juden, die alle die gleichen Probleme hatten. Die offene Diskussion in Hilde Scotts Ratschlägen, sogar bei intimen Fragen, fand sehr großes Interesse in der Leserschaft. Und das war auch das Ziel dieser Kolumne. Hilde Scott antwortete auf diesen Brief, indem sie betonte, dass dieser Brief sie sehr berührt hatte. Sie schrieb, ihr Brief hat mich sehr berührt, denn hunderte von Frauen hätten ihn geschrieben haben können. Die Kolumne war ein Ort, an dem gemeinsame Probleme besprochen werden konnten, die jüdische, deutsch-jüdische Gemeinde in den USA hatte. Hilde Scotts Kolumne gibt uns einen Einblick in den Alltag mitten in einer Krise. Probleme des Alltags zeigt, wie desorientiert die Menschen waren, wie die Gewalt sich dann in ganz gewöhnlichen Alltagsmomenten niedergeschlagen hat und was die Konsequenzen waren. In dem Buch, das ich gerade schreibe und in dem Projekt, das ich durchgeführt habe, erforsche ich die Geschichte der deutschen Diaspora genau aus diesem Blickwinkel. Der Alltag der Menschen, die vor den Nationalsozialisten fliehen mussten. Die Dokumente, die ich untersuche, sprechen von Not, Unsicherheit und auch von Kraft. Und sie sprechen sehr viel über den Alltag und zugleich aber auch über einschneidende, einmalige Erlebnisse und Ereignisse. Und ich glaube, so kann man Flucht und Exil als gelebte Realität verstehen. Ich habe sehr viele Quellen herangezogen, die sich mit der Dualität der unterbrochenen Routine in der deutsch-jüdischen Gemeinde durch den Krieg beschäftigen. Probleme des Alltags ist einzigartig unter diesen Quellen, denn darin wird explizit der Alltag behandelt und der Alltag als Ort, als Raum, in dem man den Schock verarbeiten kann. Hilde Scott hieß eigentlich Hilde Stern und wurde 1900 in Breslau geboren. Ihre Familie ist paradigmatisch für die geteilte Geschichte, über die wir bei dieser Konferenz sprechen. Ihre Eltern waren beide Kinderpsychologen und ihr Bruder Gunther Stern, Gunther Anders, war der erste Ehemann von Hannah Arendt. Und Walter Benjamin war ihr Cousin. Die Familie ist also recht bekannt geworden. Scott war Sozialarbeiterin und sie war links politisch orientiert. Sie identifizierte sich mit dem Kommunismus, obwohl sie selbst nie Parteimitglied war. Sie heiratete Rudolf Schottländer. Die Ehe scheiterte und sie zog ihre beiden Kinder allein in Hamburg auf und arbeitete dort im Arbeitsamt. Sie war verbeamtet, wurde aber gekündigt, als die Nazis an die Macht kamen. Dann arbeitete sie als Sozialarbeiterin in jüdischen Gemeinden. Sie hatte Kontakte mit der kommunistischen Untergrundbewegung, musste deshalb 2 Jahre ins Gefängnis gehen und 1937 wurde sie entlassen unter der Bedingung, dass sie sofort in die USA auswandern würde, zusammen mit ihren Kindern. In New York
begann sie zu schreiben und weiter als Sozialarbeiterin zu arbeiten, vor allem für Flüchtlingsorganisationen. Sie und ihr zweiter Ehemann kehrten in die DDR zurück und sie starb dort 1961. Sie ist also eine dieser Personen, über die Anna Koch in ihrem Vortrag gesprochen hat, eine, die zurückgekehrt ist. Sie schrieb diese Kolumne im Aufbau und sie antwortete auf die Briefe aus allen möglichen Perspektiven, als Sozialarbeiterin, als Mutter, aufgrund ihrer eigenen persönlichen Erlebnisse, aufgrund ihrer eigenen Fluchterfahrung. Und einige ihrer Antworten konnte man nicht nur als Ratschläge lesen, sondern auch als Teil eines größeren Diskurses über das Schicksal der deutschen Juden in der Nazizeit. Zum Beispiel gab es einen Brief über die Identität als Amerikanerin. Eine Mutter schrieb, dass ihr Sohn 18 Jahre alt war und die Familie war seit einem Jahr in den USA. Und gerade hat sich der Sohn einer deutsch-amerikanischen Jugendgruppe angeschlossen und sein Sozialleben dreht sich jetzt nur noch um diese Gruppe mit anderen Teenagern aus Deutschland. Und die Mutter möchte, dass der Sohn mehr Englisch spricht, dass er sich besser im neuen Land einfindet und sich amerikanische Freunde sucht. Die Mutter sagt in ihrem Brief, ich glaube, dass es keinen Sinn hat, an den deutschen Traditionen festzuhalten. Wir Juden sollten uns assimilieren und zwar so schnell wie möglich. Scott beginnt ihre Antwort erst einmal mit Zustimmung. Sie meint, dass die Mutter recht hat damit, dass man sich akklimatisieren soll. Aber sie meint, dass es nicht sinnlos ist, an alten Traditionen festzuhalten. In den USA, schreibt sie, bedeutet es nichts Schlechtes, an der eigenen Kultur festzuhalten. Es hindert einen nicht daran, sich zu assimilieren. Wir haben keinen Grund, unser gutes deutsches Kulturerbe über Bord zu werfen. Gewalt tut ihr Übriges, um die Kultur in Deutschland selbst auszulöschen. Aber wieso sollten wir in unserer eigenen Familie diese Kultur verbannen? Nicht wir haben die Loyalität für unsere Kultur verloren. Wir Juden wissen aus unserer Geschichte, dass unsere Auswanderung keinen Mangel an Loyalität bedeutet. Dieser Austausch im Aufbau ist eine Kurzfassung des Diskurses, der alle deutschsprachigen Juden in dieser Zeit beschäftigte. Wie integriert man sich? Was ist das Schicksal von Deutschland und der deutschsprachigen Kultur? Wie kann man das Kulturerbe einer Bevölkerungsgruppe aufrechterhalten, die praktisch ausgelöscht wurde? Diese versuchsweise Annäherung an das Deutschtum in der Zeit schlug sich in sehr vielen Alltagsproblemen nieder. Hören zum Beispiel die Kinder zu viel Radiosendungen? Soll man einen Kredit aufnehmen? Und diese ganzen Alltagsfragen waren das, was die deutsch-jüdischen Flüchtlinge beschäftigt hat. Und all das konnte man auch unter einem kulturellen Aspekt betrachten. Die Antworten der Leser und Leserinnen waren sehr interessant, denn man sah darin, wie schwer es war, sich anzupassen nach diesem erzwungenen Exil. Und es ging hier nicht nur um private Angelegenheiten der Briefeschreiber, sondern um Fragen, die immer die ganze Diaspora betrafen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Cher Ganor. Jetzt hören wir den Vortrag von Emily Kutasch.
Hans-Jonas Verhältnis zu Deutschland zeigt die schwierige Lage vieler Flüchtlinge, nach dem Trauma verraten worden zu sein und ins Exil gehen zu müssen, obwohl sie ihr Land und ihre Sprache liebten. Jonas veränderte sich. Er war ein junger, idealistischer Student an deutschen Universitäten. Er hatte Heidegger als Mentor und nach dem Krieg lehnte er seine früheren Einflüsse komplett ab. Die traumatischen Vorfälle, zum Beispiel der Mord seiner Mutter durch die Nazis und seine Flucht aus Deutschland nach diesen traumatischen Ereignissen, erlebte er, in Lawrence Vogels Worten, einen Exodus nicht nur aus seinem eigenen Land, sondern er verließ auch den deutschen Existenzialismus und wandte sich der Holocaust-Theologie zu. Er hatte in den 20er Jahren noch eine Dissertation mit Heidegger geschrieben und ein bahnbrechendes Buch zum Gnostizismus. Und nach dem Krieg sah er den Gnostizismus als gefährlichen Nihilismus und als Gefahr für die westliche Philosophie. Vor dem Krieg war Jonas ein glühender Anhänger der deutschen Philosophie, von Husserl, Heidegger, und jetzt sah er Heideggers Existenzialismus als gnostische Verleumdung der Welt, als sterile Totenstarre, die der Natur und dem Menschen an und für sich schadete. Er fand jetzt, dass Heideggers Empfänglichkeit für die Nazi-Ideen wahrscheinlich seinen Grund hatte in dem ethischen Vakuum der fundamentalen Ontologie. 1966 schrieb er sein erstes Buch nach dem Krieg, The Phenomenon of Life, und er schuf damit eine Philosophie des Organischen, eine Philosophie des Lebens. Und er war ein Vertreter des Humanismus und der Verantwortung als Gegenmittel zu dem, was er die schreckliche Anonymität der idealistischen Philosophie nannte. Er war auch ein Pionier in der Umweltethik und Medizinethik und er sah die Philosophie selbst als einen Faktor, der den Horror des Nazitums hervorgebracht hatte. Er hatte eine interessante Beziehung zu Leo Beck, der das Gleiche erlebt hatte, was er erlebt hatte, als er 11 war. War seine Familie, Jonas Familie, sehr patriotisch, da der Erste Weltkrieg bevorstand. Sein Vater war zwar ein orthodoxer Jude, aber seine Familie war nicht besonders religiös und sie sprachen Hochdeutsch. Er beschreibt die starke jüdische Präsenz an der Universität in Berlin in den 1920er Jahren, als er auch studierte, und er beschreibt, wie viel Diversität dort war, dort herrschte. Und in der Tat kamen sehr viele berühmte jüdische Intellektuelle genau aus diesen Universitäten in den 20ern und 30ern hervor. Sie genossen dort eine hervorragende Ausbildung und dafür waren sie bereit, Assimilation und Antisemitismus zu akzeptieren. Die illusionäre deutsch-jüdische Symbiose wurde zum Beispiel von Hermann Cohen beschrieben, dessen neokantianische Philosophie sehr beliebt war an den deutschen Universitäten. Cohen sagte, dass Deutschland das spirituelle Heimatland der Juden sei. Und Martha Cohen, seine Frau, wurde übrigens später in Theresienstadt mit 82 umgebracht. Hans Jonas, Sigmund Freud, Martin Buber, Josef Soloveitchik, Menachem Schneerson, sie alle hatten an deutschen Universitäten studiert. Und Leo Beck hat noch im Konzentrationslager Kant und Plato unterrichtet. Und all dies endete plötzlich 1933 mit der Wahl, in der 6 Millionen von Deutschen die Nazis gewählt hatten, und die Intellektuellen waren davon persönlich betroffen. Zum Beispiel war es für die Intellektuellen ein Horror, dass Bücher verbrannt wurden.
Und Freud sagte, nun, großartiger Fortschritt. Im Mittelalter hätte man noch mich selbst verbrannt, jetzt verbrennen sie nur noch meine Bücher. Die Juden wurden von den Forschungsgesellschaften verwiesen, ihnen wurde an den Universitäten und Schulen und Forschungseinrichtungen gekündigt. Mehr als 50 Professoren wurden alleine von der Universität Göttingen entlassen, die davor weltbekannt gewesen war, vor allem für Physik und Mathematik. Es gibt sehr viel Literatur darüber, wie der traumatische Einfluss des Holocaust das Verständnis der Geschehnisse behindert. Stefan Zweig und andere Schriftsteller, sowie Jean Amery, haben später Selbstmord begangen, weil sie mit den traumatischen Ereignissen nicht fertig wurden. Teilweise fanden diese Selbstmorde noch 20 Jahre nach dem Krieg statt. Hans Jonas ging einen anderen Weg. Er schloss sich als Freiwilliger der britischen Armee an. Er kämpfte an der italienischen Front und dies führte zu einer Veränderung seiner philosophischen Standpunkte. Er beschäftigte sich jetzt sehr viel mit dem Überlebenskampf. In Amerika gibt es eine Bewegung, die die Denkmäler ehemaliger Rassisten abreißt. Und Jonas tat das Gleiche mit Ideen und Philosophien. Er lehnte die Philosophien seiner alten Vorbilder ab. Er meinte, dass die alten Philosophen, in dem Sinne die Philosophen seiner Jugend, zu den Gewalttätigkeiten der Nazis geführt hatten, vor allem die idealistische deutsche Philosophie. 1935 hatte Jonas Deutschland dauerhaft verlassen und war in das britische Protektorat Palästina ausgewandert. Er begann hier eine neue philosophische Richtung, die er als Gegenmittel zu dem Horror, den er erlebt hatte, sah. Er war ein Pionier in der Medizinethik und biologischen Ethik und er sah vor allem die menschliche Verantwortung für das Leben als Kernaspekt. Er geriet oft in körperliche Auseinandersetzungen, wenn er antisemitische Kommentare hörte. Er war nicht bereit, das zu akzeptieren und er kannte von sich selber auch körperliche Wut und körperliche Auseinandersetzungen. Früher war er einer der jungen jüdischen Studenten gewesen, die Anhänger von Heidegger in Marburg waren, wie auch Hannah Arendt. Und die Transformation von Heidegger und seine Zuwendung zum Nationalsozialismus war für ihn ein großer Schock. Als Jonas gefragt wurde, ob Heideggers Verhalten im Jahre 1933 eine Rolle in seiner eigenen Philosophie spielte, sagte er, wenn der gründlichste Denker meiner Zeit sich den gröhlenden Reihen Hitlers anschließt, dann ist das nicht nur eine persönliche Enttäuschung für mich, sondern es ist ein Debakel für die ganze Philosophie. Die ganze Philosophie hat versagt und nicht nur eine Person. Jonas hat nicht nur Heidegger in diesem Sinne angegriffen, sondern die gesamte europäische Philosophie. Er sagte, dass die idealistischen Philosophen den Schock des Äußerlichen einfach komplett ignorierten. Sie sahen es einfach nur als Film, als Darstellung an, die nicht wirklich wesentlich war. Jonas sagte aber, dass man dies seit dem Holocaust nicht mehr tun könnte. Der Holocaust, sagte er, spreche die direkte Sprache der Realität. Und er sagt, wenn wir das Entsetzen in den Fotografien der Konzentrationslager sehen, wenn wir die zerstörten Körper und die entstellten Gesichter sehen, dann müssen wir akzeptieren, dass dies die Wahrheit ist, dass dies die Wirklichkeit ist und dass die Realität sich nicht in der Welt der Ideen abspielt. Die Philosophie hatte für Jonas versagt und ist dem echten Leben nicht gerecht geworden. Nach dem Krieg musste Jonas war Jonas sehr bitter
Und er hatte noch den Tod, den Mord an seiner Mutter zu verkraften. Und das steht in starkem Kontrast zu seiner fröhlichen Studentenzeit in Berlin. Und so wie andere Menschen, die in ihrer Jugend und Kindheit ein Trauma erlebt hatten, musste er auch damit fertig werden, dass sie den Menschen verraten hatten, denen er vertraut hatte. Das Leben selber besteht auch aus einer materiellen Welt und aus Biologie. Aber so wie auch andere jüdische Exilanten hatte Jonas trotzdem eine enge Beziehung zum deutschen kulturellen Erbe. Und diese Beziehung sollte sein ganzes Leben lang andauern. Die deutschen Mythen, sagte er später, die Mythen von Wotan und Baldur, die hatten einen größeren Einfluss auf mein Leben als die biblischen Geschichten von Adam und Eva. Jonas kannte die deutsche Kultur sehr gut und er hielt Vorträge zur deutschen Literatur. Er kannte Goethe, Schiller und Heine auswendig. Und in Bezug auf die deutsche Sprache hatte er ein ambivalentes Verhältnis zu ihr, so wie auch andere deutschsprachige Schriftsteller. Franz Rosenzweig sagte, dass die deutschen Juden eigentlich immer in einer Gastsprache schreiben würden. Und Franz Kafka sagte, dass die deutschen, deutschsprachigen Juden ja nicht einfach mit dem Schreiben aufhören könnten und sie hätten nun mal leider nur die deutsche Sprache, in der sie schreiben könnten. Hannah Arendt wurde die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen, als sie in Paris lebte, und sie sagte, dass sie trotzdem der deutschen Sprache verbunden bliebe, denn, ich zitiere, schließlich ist nicht die deutsche Sprache verrückt geworden und außerdem kann mir nichts meine Muttersprache ersetzen. Ende des Zitats. Als Jonas 70 war, schrieb er wieder auf Deutsch. Er schrieb das Prinzip Verantwortung zunächst auf Deutsch und er sagte, dass er sich in seiner Muttersprache einfach besser ausdrücken könnte. Durch dieses Buch wurde er auch in Deutschland bekannt und er fing dann an, Deutschland wieder regelmäßig zu besuchen. Der schreckliche Verlust durch das Trauma des Exils ist nicht etwas, was man einfach nur durch Wut beiseite schieben konnte, sondern er musste sich auch selbst heilen. Vielen Dank. Vielen Dank für diesen Vortrag. Gibt es irgendwelche Fragen? Wir beginnen jetzt mit der Diskussion. Ja, ich habe Fragen an beide, aber vielleicht sollten wir die Fragen aus dem Publikum erstmal vorziehen. Momentan haben wir keine Fragen von den Zuhörern, also können Sie sich gegenseitig Fragen stellen. Ich wollte fragen, Malte, deine wunderbare Präsentation, wie gerettete Objekte nun ein Medium sind, mit denen wir über das Leben der Menschen hören, die die besaßen. Und was können wir wissen über die Menschen nur durch die Objekte? Was erzählen die? Das frage ich mich selber, weil ich beschäftige mich damit auch. Und Emily, ich frage mich, Sie sagten Delusion der Assimilation als Zitat. Inwiefern endete das 1933, als diese lebenslange, auch wie jemand wie Hans Jonas, der gegen diese Symbiose viel mehr auftrat als andere, selbst er ist dann später zurückgekehrt, auf Deutsch zu schreiben. Also schrieb dann wieder Deutsch. Mich würden die Gedanken dazu interessieren. Ich würde als zweites antworten, also gerne. Ja. Danke für die Frage. Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Es ist aber sehr schwer, eine Antwort zu geben.
In meiner Forschung nehme ich nur die Instrumente von Hermann Grab, weil ich was über ihn weiß. Also ich weiß schon von vornherein was über ihn. Ich habe also nur diese Objekte untersucht und ich habe das Gefühl, dass dieses Schicksal oder sein Leben in seinen Instrumenten reflektiert wurde. Und auch die Objekte widerspiegeln sein Leben. Also was Ihre Frage angeht, wenn wir jetzt nur die Objekte haben und nichts über die Menschen wissen, die diese Objekte besitzen, ist das natürlich eine ganz andere Geschichte, eine ganz andere Beziehung, würde ich mal sagen. Ich glaube, es ist sehr schwierig, mit sich irgendetwas auszudenken, ohne dass man tatsächlich Informationen über die Besitzer hat. Soll ich jetzt? Kann ich? Ja, bitte. Soll ich die Frage beantworten über die Delusionen der Assimilierung? Ich glaube, es gab sehr viele verschiedene Perioden in den 20ern und 30ern, als die jüdischen intellektuellen Philosophen noch sehr dem Gedanken anhingen, dass sie Teil der deutschen Intellektuellen sind. Und der Holocaust und der Krieg hat sie aus dieser Illusion rausgerissen und langsam nach und nach. Also ich weiß, dass Schriftsteller Selbstmord begingen. Ich habe eine lange Liste von Intellektuellen, die das taten. Und 20 Jahre nach dem Krieg noch. Und Hans Jonas zum Beispiel oder andere haben irgendwie ihre Wut überwunden und sich wieder, nicht richtig wieder assimilierten, aber ihre frühen Erinnerungen zurückerlangten, was sie an Deutschland liebten, die Kultur, die Sprache. Also ich arbeite an einer sehr langen Studie über Trauma und denke ich, dass die Geschichte von Trauma generell verfolgt. Es ist oft einfach aktive Wut zum Beispiel, wenn über die britische und israelische Armee geschrieben wird und dann auch Heideggers Philosophie angegriffen wird, die letztendlich mit einer Versöhnung endete, durch die Liebe für Deutschland. Danke. Wir haben jetzt eine Anmerkung vom Publikum, dass die deutsche Sprache für Hans Jonas eine sehr wichtige Rolle spielte, aber nicht mehr für die zweite Generation und nicht mehr für die Familie. Gibt es vielleicht eine Erklärung dafür oder eine Anmerkung, einen Kommentar dazu? Ich lese seine Memoirs. Ich empfehle das wirklich allen. Sie sind faszinierend und sehr detailliert. Und so hat er seine Kinder erzogen in der amerikanischen Gesellschaft. Und er hat sehr viele Jahre verbracht als Professor in Kanada und lebte halt dieses Leben. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich eher in den 70ern kam, als er da endlich in der Lage war, sich daran zu erinnern, was er an der deutschen Kultur liebte. Also es war, nachdem seine Kinder bereits erwachsen waren. Und ob er das an seine Kinder weitergab, das weiß man nicht. Ich erinnere mich jetzt nicht, etwas in seinen Memoiren darüber gelesen zu haben. Es ist aber eine sehr interessante Frage. Sehr viele in der zweiten Generation, ich glaube, sie haben auch ihre alte Kultur für sich behalten. Das ist auch noch mal ein ganz anderes Thema, über das man reden kann. Malte,
Hast du vielleicht Gedanken über die zweite Generation? Also in meinem Fall, also bei Gab weiß man nicht, er ist schon 49 gestorben, aber er hatte eine Frau aus Belgien. Sie emigrierte aus Belgien und sie hatte einen Sohn. Ich weiß nur, dass seine Familie versuchte, die Vergangenheit zu vergessen. Sie haben Englisch gesprochen, also sie haben sich sehr assimiliert in der amerikanischen Kultur. Und all diese Erinnerungen von Gab sind privat. Also es gibt da kein Bewusstsein dafür, dass es oder es sind keine offiziellen Forschungen. Es ist sehr privat. Ich glaube, es ist sehr typisch für deutsch-jüdische Flüchtlingsfamilien, dass sie diese starke kulturelle Verbindung mit Deutschland durchtrennen. Also die, die wirklich persönlich diese Auswanderung erlebten. Ich weiß noch in Leo Spitzes Werk, er sagte, dass die deutsch-jüdischen Eltern, wenn sie etwas weitergaben an dieser Kultur, war das eher eine künstliche, eine konstruierte Kultur und nicht unbedingt die Realität. Nicht wirklich authentisch. Ich weiß nicht, was jetzt authentische deutsche Judentum sein könnte, aber es waren kein starkes Gefühl für deutsch-jüdische Identität. Es gab viele Ängste, einige Ängste darüber in den 40er, Anfang der 50er. Einige Flüchtlingsorganisationen, wie auch das Leo Beck-Institut, hatten Befürchtungen, Vorbehalte gegen dieses Thema, dass deutsche jüdische Kultur von Aussterbung bedroht ist, weil es gar keinen Willen mehr gab, dass man diese Kultur der zweiten Generation weitergab. Wir haben noch eine Frage von Anna Koch. Sie fragt: Weißt du, warum Hildes Kott sich entschloss, zurückzukehren? Weißt du, was sie nach dem Krieg machte? Anna, ich glaube, wir müssen uns in Verbindung setzen darüber. Ihr zweiter Ehemann, Sie haben sich in New York getroffen. Hans Machwitz war der zweite Mann, Ehemann. Es war ein großer Schock in der Kultur, im Kultusministerium der DDR. Und Sie haben sich entschieden, gemeinsam zurückzukehren. Ich hatte keine Möglichkeit, seine private Sammlung anzusehen in der Akademie der Künste. Ich sollte das diesen Sommer tun, aber wir wissen ja, was daraus geworden ist. Also frage ich mich, ob Ihre Rückkehr nach Deutschland von seiner Entscheidung beeinflusst wurde, zurückzukehren, oder inwiefern das Ihre eigene Initiative war. Und ich weiß nicht viel über ihr Leben nach dem Krieg, leider. Ich hoffe, dass, wenn ich diese Sammlung mir anschaue, dann etwas mehr darüber erfahren werde. Aber sie war auf jeden Fall kommunistisch, was die politische Ideologie angeht. Als ich erfuhr, dass sie zurückkehrte, war das keine große Überraschung für mich. Okay, vielen Dank. Noch eine Frage an Malte. Gestern hat Tamar Lewinsky über Objekte der Immigration gesprochen und sie sagte, dass die Auswahl der Objekte sehr bedeutend ist, viel mehr sogar als die
Objekte selber. Von Amy Schabitz kommt die Frage. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ging es darum, bei der Frage, ich hab die Frage nicht ganz verstanden. Also, ich glaube, es geht darum, wer die Objekte auswählt, der Kurator oder jemand anders, und dass nicht unbedingt die Objekte sprechen. Also in meinem Fall ist es leicht zu beantworten, weil Hermann Gaub eine sehr praktische Beziehung zu diesen Objekten hatte. Er hoffte, dass, wenn er die Objekte nach Amerika mitnehmen kann, kann er sie benutzen und damit eine Zukunft aufbauen. Es ging ja nicht nur damit, dass man ein Objekt mitnahm, was man sich in den Schrank stellte und ansah. Also es war wirklich notwendig. Er wollte eine Musikschule gründen. Ist das eine richtige Antwort? Sie machte nur einen Witz. Sie sagte, ein Piano zu emigrieren lassen ist kein Picknick. Ja, das ist ein wichtiger Punkt und der Grund, warum ich Hermann Gaub vorstellen wollte mit seinem Piano, weil ich glaube, es ist eine verrückte Geschichte, dass er in der Lage war, nicht nur ein Instrument, sondern drei Instrumente nach Amerika schiffen zu lassen. Und sogar vor ihm sind sie dort angekommen. Also die haben sie ihn sozusagen im Exil empfangen und halfen ihm dabei, eine Zukunft aufzubauen. Es ist wirklich einzigartig in der Geschichte der Flucht und des Exils. Er war einfach in der Lage, diese Instrumente nach Amerika schiffen zu lassen. Dankeschön. Vielen Dank. Ich muss jetzt auf die Uhr schauen und sehe, dass wir am Ende angekommen sind. Ich danke allen für die Präsentationen und für die Teilnahme. Es war sehr interessant. Herzlichen Dank. Danke.